Hallo Freunde, willkommen zurück bei Dishonored 2. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Observatorium. Und da wollen wir doch mal schauen, was uns dort erwartet. Wir sollen ja die eine Leiterin dort töten, aber vielleicht können wir sie ja auch irgendwie bewusstlos rausbringen. Ich muss mal schauen, wie das da so vonstatten geht. Mit dem Schleichen habe ich ja in den letzten Teilen bewiesen, ist nicht ganz so meins. Aber egal, wir kommen voran. So, müssen wir mal gucken. Und los geht's. Vor dem kaiserlichen Konservatorium ist die Garde. Im Inneren sollten sie auf alles gefasst sein. Ashworth ist von einer ausgewählten Schar umgeben. Sie ist gefährlich. Ja, das klingt ja sehr gut. Eines Tages würde ich gern wissen, wie sie Ashworth kennengelernt haben. Das dachte ich mir. Ashworth ist sehr wichtig für Delilah. Das bringt mich auf was anderes. Sie könnten den Jedermannsorden ausnutzen, indem sie Ashworth aus dem Spiel nehmen. Der Vizeaufseher in Kanaka hat Ashworth beobachtet, von einem versteckten Außenposten beim kaiserlichen Konservatorium. Sehen Sie zuerst dort nach, wenn Sie mehr wissen wollen. Wenn sie noch mit Delilah zusammenarbeitet, ist Ashworth eine große Bedrohung. Gut, Megan. Bis bald. Gut. Sind das Freund oder Feind? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Gesperrte Tür, die kriege ich leider nicht auf. Irgendwer schnappt sich Leute auf der Straße. Gruselig. Was will der? Hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Okay, die scheinen mir nichts zu tun. Zwischen den ganzen Fliegen und dem Dreck kann man hier kaum noch atmen. So viele versuchen aus Kanaka wegzukommen. Aber wo wollen sie hin? Hier gibt es Geld, auch wenn es dreckig ist. Wir fällen lang. So, Hunger! Wir wollen eine alternative Route finden. Ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Blutfliegen sind dieses Jahr widerlich. Vielleicht gibt es ja ein Fischrekarent. Was kommt als nächstes? Fine Whale. Verzieh dich! Wir wollen dich hier nicht. Überall Blut fliegen, Nester. Grausig. Komm nicht näher. Ich mag dein Gesicht nicht. Soll ich's richten? Na, komm mal her, hier.
Ärger suchst, bist du hier genau richtig. Ich hab's ihr schon 1000 Mal gesagt. Ich Hau bin für ab. Ihr Gesicht ist bedeckt. Letzte Warnung. Der Garde wird das nicht gefallen. Ja. Ich gehe schon. Ja, ist ungefähr den allein. Dann kommt man. Und auch. Nein! Ich bin dann dran. Und dann kann man auch runter. Ist bald Waschtag? Ich hoff's. Ertrag meinen Gestank selbst nicht mehr. Vielleicht hochkommen, wie es so. So, auch zu. Genau. Okay, soweit so gut. Dann die Tür zu. Sehr Außenposten. Okay. Wolle juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? So, bloß keinen Krach machen. Sicher nicht. Hat halt ein Hund gebellt oder so. Aber jetzt sind natürlich alle nervös. Pistolenkugeln, natürlich. Schlafen. Ah, jetzt rutscht er schon mal runter. Okay. Ziemlich trocken. Könnte wirklich ein Whisky oder so verdienen. Ja, irgendwas Billiges. Ahem.
wirklich, als ob die hier wären. Stiefel und was krieg ich? Eine Socke. Eine. Orden des Orakels gespalten. Eine sinnlose Socke. Tisch noch. Was am Schreibtisch noch was ich liegen habe. Kaiserliches Konservatorium. Karte können uns tatsächlich noch hilfreich werden. Eine Weile dachte ich, Ashworth hat eine Verbindung zu den Okkulten in Kanaka. Hier geschieht etwas, das ich nicht verstehe. Die Aufseher repräsentieren den Orden. Aber genauso wichtig sind unsere Schwestern des Ordens des Orakels. Ganz offen, ich glaube, an ihrem Orden ist was faul. Subtile Änderungen der Arten ihrer öffentlichen Kundgaben, beunruhigende Abweichungen von der Tradition. Aber das öffentlich auszusprechen, bringt mir eine Anklage als Ketzer durch meine Rivalen im Orden ein. Hat Ashworth vielleicht den Orden des Orakels infiltriert? Vizeaufseher Byrne denkt also, dass Ashworth den Orden des Orakels beeinflusst. Wenn das stimmt, ist das ein Grund mehr, sie auszuschalten. Okay, da scheint ich wieder ins Treppenhaus zu kommen. Ach, das ist die Tür. Du kriegst ja bald Essen. Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Den Kuss vergessen. Dieser Kuss. Okay, ich glaube hier nichts weiter. Ist ja vielleicht noch eine Runde. Gegen mir kann's losgehen. Was auch immer. Bin bereit. Ist weit weg. Was war das? Nee. Verlängert. Dieser maskierte Mörder. Manche Opfer sollen halb verdaut gewesen sein. Überall Blut und so. Ja, nice. Nein, dieser. Einer zumindest. Soll er anders irgendwie rankommen? Das
Das war widerlich. Das waren keine blaukäferigen Hexenfische. Flusskriecher. Das ist nur ein Biss. Ups. Ja, das ist nice. Zwei Leute. Okay, ich kann erstmal nur einen sehen. Hier besser anschleichen können. Wenn Sie sagen, dass das nicht stimmt, habe ich keine ruhige Minute. Tatsächlich zwei Leute. Es ist schwierig, die beiden auszuschalten. Das wüsste ich jetzt nicht, wie. Verdammt, ich muss pinkeln. Ja, dann geh doch, habe ich nur noch einen. Immer krieg ich die Schicht. Ich verwette meinen Sold, das ist die schlimmste. Ist ja auch kein Aufsehen irgendwie großartig erregen. Sind auch wie festgetackert, die beiden. Was mehr gestern aussah. Böses Omen. Ganz böse. An der Seite komme ich definitiv nicht ran. Die Rücken kommen. Nee, da oben geht's auch nicht weiter. Ich hab echt Hummeln im Hintern. Bin ziemlich schreckhaft heute. Wow, scheiße. Wer ist das? Puh, das war knapp. Wohl doch nicht. Boah, kam nur noch einer um die Ecke. Luft ist anders. Da braut sich irgendwas zusammen. Da hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Hm. Okay. Also was nochmal. Da rumzukommen. Mama hören und Friseur werden sollen. Habe ich meinen Schrank abgesperrt? Letztes Mal habe ich es vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Findet. Seltsame Zeiten, harte Zeiten. Ich muss wachsam sein. Hier scheint noch nichts mehr rumzuliegen. Okay. Achso, da ich ja den einen beseitigt. Du könntest mich von oben nicht gesehen haben. Jetzt habe ich überall Schalter. Okay, die haben wir ausgeschaltet.
ständig in die Hose. Ah, da oben könnt ihr natürlich noch so eine Dingens ausschalten. Wenn ich da aufkomme. Was soll das? Verdammt. Das hat so nicht geklappt. Ich sehe mich da drüben um. So. Hier legen wir jetzt mit oben auf die Treppe rauf. Wir müssen ja auch nicht gesehen werden gleich. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, auf dem Weg zum Observatorium, erfahren wir in der nächsten Folge Dishonored 2. Ich verabschiede mich und wünsche euch viel Spaß. Tschüss!